Jeder kennt es. Morgen steht ein großer Test oder eine Prüfung an. Wir sind aufgeregt und bereiten uns darauf vor. Schließlich wollen wir den Test bestehen. Genauso ist es auch mit dem Leben. Vom Moment unserer Geburt bis zum Tage unseres Todes werden wir geprüft. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran: Er ist es, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um zu prüfen, wer von euch die besten Taten begeht. Was tun wir, wenn eine Prüfung ansteht? Wir erkundigen uns, was abgefragt wird und lernen die Themen so gut es geht. Aber bei wem erkundigen wir uns? Bei unserem Nachbar oder Onkel? Gewiss nicht. Wir erkundigen uns bei demjenigen, der die Prüfung erstellt. Denn nur er kann uns sagen, was wirklich relevant ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viele Aspekte und Dinge nahegelegt, welche entscheidend für uns sind, die Prüfung des Lebens zu bestehen. Einer der wichtigsten Dinge ist Sabr. Allah subhanahu wa ta'ala hat Sabr über 100 Mal im Koran erwähnt. Doch was ist Sabr? Sabr wird oftmals damit gleichgesetzt, dass man sich in Geduld üben sollte. In Zeiten der schweren Prüfung wie heute in Palästina hört man die Muslime oft von Sabr sprechen. Übt euch in Geduld und betet um Hilfe zu Allah. Wenn wir jedoch das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten radiallahu anhum betrachten, so haben sie Sabr gänzlich anders verstanden. Als die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka gefoltert und verfolgt wurden, haben sie diese Qualen ertragen. Das stimmt, aber sie waren dabei nicht untätig. Sie waren standhaft. Sie haben auf das Unrecht aufmerksam gemacht. Sie richteten ihr Wort an die Menschen und sagten sinngemäß: Seht ihr denn nicht, was die Quraysh uns antun, nur weil wir sagen, wir glauben an Allah? Indem sie so handelten, folgten sie dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, der sagte: Sag, o meine Diener, die ihr gläubig seid, fürchtet euren Herrn. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes. Und Allahs Erde ist weit. Gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. Es gibt unzählige Beispiele dazu, dass mit Sabr nicht Geduld im Sinne von Abwarten gemeint ist, sondern standhaft dem geraden Weg zu folgen, trotz aller Konsequenzen. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt diese Haltung eines Muslims durch eine Dua, die er sallallahu alaihi wasallam sprach: Ich suche Zuflucht bei Allah vor Schwäche, Bequemlichkeit, Feigheit, Geiz, vor Sorge, Kummer, das Überhandnehmen der Schulden und der Unterwerfung der Männer. Man stelle sich einmal vor, Umar ibn al-Khattab, Ali, ja sogar der Gesandte Allahs höchstpersönlich, sallallahu alaihi wasallam, würden die heutige Zeit erleben. Könnte sich jemand vorstellen, dass sie sagen: Übt euch in Geduld, tut nichts weiter, außer für die Unterdrückten zu beten? Es ist unvorstellbar. Unsere großen Vorbilder des Islams und der beste Mensch Muhammad sallallahu alaihi wasallam würden keine Sekunde untätig bleiben, das Unrecht auf der Welt anzuprangern und uns wahre Standhaftigkeit vorzuleben. Mit diesem Bild vor unseren Augen müssen wir die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala lesen. Wahrlich, ihr sollt geprüft werden in eurem Gut und an euch selber. Wenn ihr jedoch standhaft und gottesfürchtig seid, so ist es eine Sache der festen Entschlossenheit. Wir sollten uns dafür hüten, dass wir Sabr als Abwarten verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht ohne Grund in seiner Dua Schutz gesucht vor Schwäche, Feigheit und Bequemlichkeit. Mögen auch wir zu den Standhaften gehören, die der Lohn Allahs erwartet.